Aber überall ist geraucht worden. Hey, bei uns im Elternhaus, wir waren oben gewohnt, und war Oma und Opa. Hey, der Opa, der war am Küchentisch gekocht, hat eine Rival ohne Filter nach der anderen eingezerrt. Und wenn die Schachtel leer war, noch ein Oberstolz und der Ende 23 hinten nach. Die Oma war am Herd gestanden, hat Sauerkraut gekocht, ein Dunst war in der Küche drin. Und du hast nicht gewusst, kommt es vom Sauerkraut oder vom Opa. Hast du nicht gewusst. Ich weiß noch, wie ich damals zu meiner Mutter gegangen bin und habe gesagt, du Mutter, ich würde mal gern nach London fliegen. Und dann stellt sich meine Mutter hier und sagt, London! Was bist denn du in London? Das ist auch noch Nebel. Da kannst du nur nicht zu Oma und Opa, na, die Küche ist genauso. Aber überall ist geraucht. Wir haben sogar in die Schule, haben wir Aschenbecher getöpfert, damit weiter geraucht werden konnte. In Werken. Die Jungs hatten Werken, die Mädels hatten Handarbeit. Weiß gar nicht, was die gemacht haben. Wahrscheinlich Aschenbecher geklöppelt. Keine Ahnung. Aber überall ist geraucht worden. Und damals hat auch noch jede Familie daheim ein Wellensittich gehabt, oder? Ha? Jetzt hat fast keine Familie mehr ein Wellensittich daheim. Aber damals, anscheinend hat der Bundespräsident eine Rede gehalten. Neben Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Jede Familie muss einen gefiederten Freund bei sich zu Hause aufnehmen. Und dann ist das gemacht worden. Das war die Zeit, da hast du irgendwo an einer fremden Haustür geklingelt, da ist die Haustür schon gar nicht richtig aufgemacht worden. Da ist immer gegangen, ich kann die Haustür nicht richtig aufmachen, nicht, dass der Hansi davor fliegt. Der Hansi! Alle Wellensittiche haben Hansi-Kessen. Da hast du dich einmal in die Straße gestellt, hast Hansi gerufen und brrrr. Hast gedacht, Alfred Hitchcock, die Vögel. Brrrr. Alle haben so Hansi-Kessen. Und der Hansi muss Drill kriegen. Drill mit JS11-Körnchen. Und wer? Der Hansi hatte mal einen Tag nicht dieses Drill gekriegt. Ha! Da hat er aber über Nacht so einen Krupf gekriegt. Hat's Übergewicht auf dem Stängel verloren, ist runtergefallen und hat sich's Genick gebrochen. Ja.